Übersäuerung ist die Grundlage all unserer chronischen Erkrankungen. Die sind Ergebnis von einer ungesunden, säurebetonten Lebensweise. Alle diese chronischen Erkrankungen wie Gicht, Rheuma, Diabetes Typ 2, Herzinfarkt, Schlaganfall, sogar Krebs. Das ist also die Katastrophe, finde ich, dass unsere Politiker sich aus der Affäre ziehen, dafür verantwortlich wären, nicht nur für unsere Sicherheit, sondern für unsere körperliche Unversehrtheit. Da gehört für mich dazu Gesundheit. Und dann muss den Menschen klar sein, ich ernähre mich hauptsächlich im grünen Bereich, aber wenn ich überhaupt gar nicht weiß, was da drin ist und was das mit mir macht, das ist Harakiri. In Amerika sinkt schon wieder die Lebenserwartung. Und das kommt hier auch. Und nicht nur die Lebenserwartung sinkt, sondern die letzten 30 Jahre durchschnittlich leiden die Menschen an Krankheiten ihres Lebens. Was nützt einem die erhöhte Lebenserwartung, wenn ich dann einen diabetischen Fuß habe oder Alzheimer oder Demenz oder sonst wie was? Fette, Salz und Zucker, dass das Areale in unserem Gehirn aktiviert, die auch rot leuchten unterm MRT, wenn wir auf Droge sind. In jedem Industrienahrungsmittel sind diese drei Stoffe drin. Die machen uns eben süchtig und dass wir dann nachher unseren Geschmack auch verlieren, weil da Geschmacksverstärker drin sind, unbedingt dafür sorgen, dass wir im Säure-Basen-Gleichgewicht sind. Was heute ja nur noch Säuglinge schaffen, die gestillt werden und Naturvölker, von denen es ja immer weniger gibt. Das heißt, alle sind betroffen, fast sozusagen, die bei uns hier leben. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute wieder mal Barbara Simonsohn. Wir sprechen heute über das spannende Thema Übersäuerung bzw. Azidose, womit sich die Barbara schon ja lange Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Sie hat auch Bücher darüber geschrieben. Sie gibt auch Seminare dazu. Noch kurz ein paar Worte zu Barbara. Barbara, ja, ist Gesundheitsexpertin, hat auch viele Bücher in dem Bereich geschrieben mit einer Gesamtauflage von über 600.000, also sehr, sehr viel. Bietet auch Seminare an oder leitet Seminare schon seit vielen Jahren, wo sie die Leute über diese Themen ja aufklärt oder anleitet. Und Barbara, was sollte man noch zu dir wissen oder auch wie bist du zu der Thematik gekommen? Ja, also da sind wir gleich in medias res, mitten in der Thematik. Und zwar hatte ich früher, also Anfang 20, keine Ahnung von gesunder Ernährung. Ich war mit jemandem wie ihr, der mittlerweile längst gestorben ist, der also Kuchenschlachten gemacht hat. Ja, wir sind da zum Wiener Wald, Hähnchen, also es war ständig Völlerei. Und da waren wir ständig mit irgendwelchen Eier-Diätkuren dabei, wieder ein paar Kilo loszuwerden. Also ungesünder geht es eigentlich gar nicht. Ich habe bei meinen zwei Schwangerschaften überhaupt keine Schwangerschaftsstreifen bekommen, aber in diesem Diätenwahn, abnehmen, fasten, wieder zunehmen und so weiter, habe ich mir diese Schwangerschaftsstreifen an der Hüfte zugelegt. So, dann waren wir getrennt, aber ich wusste immer noch nichts von gesunder Ernährung und meine Verdauung funktionierte nicht. Dann bin ich auf die Idee gekommen, Dulcolax zu nehmen. Das ist ja rein pflanzlich, da machen sie immer voll Werbung mit. Das ist also ein Abführmittel. Ja, und ich war nachher bei einer Dosierung von 22 bis 23 Stück. Also normal wären 1 bis 2. Und die machen ja damit Werbung. In jeder Bundesbahn sieht man das ja. Ja, rein pflanzlich sind Fliegenpilze auch und kein Gewöhnungseffekt. So, und bei mir trotz 23 hat das oft nicht funktioniert. Bin morgens aufgewacht. Ich wollte am liebsten weiter schlafen. Ich hatte keine Lust zur Uni. Ich war also vollkommen phlegmatisch. Und ja, lethargisch. Meine Füße waren in der Nacht so kalt, die habe ich gar kein Gefühl mehr gehabt. Ich dachte, die frieren ab im Winter. Ja, und dann hatten wir eine Gesundheitswoche in der Hamburger Uni, eine ganze Woche. Sowas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und da hat eine gewisse Dr. Renate Collier einen Vortrag gehalten über Azidose, also über Übersäuerung, ACDC, Übersäuerung. Dann mit Lichtbildern damals, mit Dias. So, und dann hat sie das beschrieben, diese ganzen Symptome der Übersäuerung. Und dann dachte ich, wieso kennt die Frau dich? Das gibt's doch gar nicht. Das sind ja alles deine Symptome. Das ist ja ganz furchtbar. Bin ich nach dem Vortrag zu ihr hin und habe gesagt, ob ich vielleicht Azidose hätte. Ja, sie hat mich nur angeguckt. Ich war wahrscheinlich total im Quellstadium, also aufgequollen. Augen sah man wahrscheinlich gar nicht. Und dann hat sie gleich gesagt, ja, Kindchen. Alle, die jünger waren, hat sie immer als Kindchen tituliert. Du musst eine Kur machen, du kommst zu mir in mein Kurheim nach Sylt. Ich habe gesagt, wie soll das denn gehen mit 23? Das macht ja keine Krankenkasse mit, da kann ich ja nicht mit 23 eine Kur machen, so eine Art Meierkur. Nee, hat sie gesagt, da gibt es eine Lösung, wir machen eine offene Badekur. So, und dann bin ich zu ihr nach Sylt gefahren.
Ja, und sie hat natürlich meinen Darm untersucht, Darmmassage gemacht. Sie hat mir es hinterher gesagt, nachdem die Kur vorbei war, dass mein Querdarm so durchhing, so erschlafft war, dass der gar nicht mehr ertastbar war, weil der hinterm Schambein verborgen war. Also wenn man sich das physiologisch vorstellt, ist es gruselig, dass natürlich an diesen Knicks, wo der dann durchhing, ging natürlich auch der Darminhalt nicht weiter und hatten sich auch schon Entzündungen gebildet. Deswegen war das schmerzhaft, ihre Darmmassagen am Anfang. So, und da habe ich gleich eine Fastenkur gemacht, weil mir das mit Meier und Semmeln und Milch irgendwie schon zu spooky war. Da ging 30 Mal kauen und so. Und da habe ich dann 28 Tage keine Kalorie zu mir genommen, nur Mineralwasser und Kräutertee. Und ich war in solcher Fasteneuphorie. Ich bin bei Windstärke 6 singend, stehend auf dem Fahrrad gegen den Wind, gegen den Sturm gefahren. Mir ging es so gut und seitdem ist es mir nie wieder so schlecht gegangen wie vorher, weil sie mich natürlich auch, also sie hat dann ständig erzählt, wie man sich gesund ernährt und wie man richtig kaut und was eine basenbetonte Lebensweise ist und so weiter und so fort. Und ich war dann so begeistert. Ich war ja wie Phönix aus der Asche. War ich mal wie neu geboren, fühlte ich mich, dass ich anfing, für sie die ersten Seminare zu organisieren an der Hamburger Volksschule. Dann habe ich viele Kurseminare mit ihr gemacht. Ich habe ihre schwersten Patienten betreut, Metzgermeister. Dem einen sind sogar die Haare wieder gewachsen. Der hatte so eine totale Platte und der Haarboden ist eben Säurespeicher und die sind da wieder alle nachgewachsen. Und der hat mir dann eine Mohair-Decke geschenkt, weil er so begeistert war. Ich habe mich dann schon mit Mitte 20 ausbilden lassen von ihr als Azidose-Seminarleiterin. Und seitdem, mit einigen Unterbrechungen, gebe ich ständig diese Seminare. Da ist ein Schwerpunkt, diese Azidose-Massage, die sie entwickelt hat. Die kann man auch als Selbstmassage praktizieren und kommt eben nur an den Rücken nicht an. Ja, und seitdem lebe ich im Säure-Basen-Gleichgewicht, ist mein Darm gesund, ist meine Leber, hat sich wieder verkleinert. Also ich hatte schon eine, die man unter Rippenbogen tasten konnte mit, wie gesagt, mit 23. Also bin ich ein neuer Mensch geworden und eben, ja, gebe diese Methoden weiter, weil die Übersäuerung ist die Grundlage all unserer chronischen Erkrankungen oder ja, ist der Preis für unsere Zivilisation, nämlich diese Zivilisationserkrankungen. Und die fallen einem ja nicht wie irgendwie einfach in den Schoß, sondern die sind Ergebnis von einer ungesunden, säurebetonten Lebensweise. Also man kann sagen, dass alle diese chronischen Erkrankungen wie Gicht, Rheuma, Diabetes Typ 2, Herzinfarkt, Schlaganfall, dass die alle auf einem, sogar Krebs, auf einem sauren Boden gedeihen, also im sauren Milieu. Und falls Sie das vielleicht noch nicht wussten, 1935 wurde Professor Warburg der erste Medizin-Nobelpreis überreicht für seine Entdeckung, dass eine Krebszelle nur in saurem Milieu gedeiht und selber Säuren produziert, damit es ihr gut geht und sie sich vermehren kann. So, wenn man jetzt der Krebszelle den sauren Boden entzieht, dann kann sich diese Krebszelle nicht mehr entwickeln. Das ist heute so gut wie unbekannt. Das ist also in meinen Augen eine absolute Katastrophe, weil ja, Krebserkrankungen, die fallen einem ja nicht wie einfach so vom Himmel, sondern in der Natur, also kein Wildtier kriegt eine Krebserkrankung, aber unsere Haustiere, weil die auch diesen Fraß essen müssen, den wir ihnen da vorsetzen. Und das ist doch schon mal sehr, sehr interessant. Also ich hatte einen Reiki-Patienten, der war am Dickdarm operiert, weil er Dickdarmkrebs hatte. Da habe ich ihn gefragt, was hat denn der Arzt gesagt, was sie jetzt essen sollen, ob sie ihre Ernährung vielleicht ändern sollten. Hat er gesagt, nein, der Arzt hat nur gesagt, essen Sie weiter, was Ihnen schmeckt. Und da, ich musste meine Gesichtszüge versammeln, weil ich will ja auch kein Ärzte-Bashing machen, will ja kein Vertrauen unterminieren. Aber da war ich sprachlos, weil gerade Dickdarmkrebs ursächlich mit Ernährung, also die Krebsart ist, die am meisten mit Ernährungsfehlern zu tun hat, unter anderem Ballaststoffmangel. Und da zu sagen, ja, es gibt keine Ursachen, essen Sie weiter, was Ihnen schmeckt, rotes Fleisch, egal was, nicht? Also das fand ich die Katastrophe. Also das sind
Fachleute, das sind Spezialisten, das sind vielleicht auch Fachidioten auf ihrem Gebiet. Und ein Chirurg, der also am Darm rumschnibbelt, hat eben keine Ahnung von Ernährung. Es ist jetzt erst eingeführt, ich habe das gelesen bei Andreas Michalsen, diesem Prof da von der Charité. Jetzt erst im Medizinstudium ist ein Studiengang Ernährungsmedizin eingeführt worden. Also ab kommendem Semester kann man das studieren. Es ist also sagenhaft, weil vorher nur ein einziges Hauptseminar sich dem Thema Ernährung gewidmet hat von den Medizinstudenten, also von den werdenden Ärzten. Und da muss man sagen, dass Paracelsus, Hippokrates, Galen, also die ganzen Ärzte der Antike und des Mittelalters, die waren Beispiele, also die waren leuchtende Beispiele für ihre Philosophie und ihre Ernährungslehre. Und heute haben die meisten Ärzte keine Ahnung davon. Dabei ist Ernährung der Faktor, den wir am meisten beeinflussen können. Tja, und das ist schon ein kleines Manko. Paracelsus hat gesagt, Übersäuerung des Körpers ist das Grundübel aller Krankheiten. Also das ist jetzt nicht so ganz neu. Meine Lehrerin Dr. Renate Collier, die Meyer-Ärztin war, weil sie in ihren Büchern hat sie die Bauchselbstmassage propagiert, weil sie Interesse hatte an einem mündigen Patienten. Daraufhin ist sie aus dem Bund der Meyer-Ärzte rausgeflogen. Nein, das geht ja gar nicht, weil Halbgötter in Weiß müssen angebetet werden. Als sie nachher sich ein Renommee erarbeitet hatte, wollte der Bund der Meyer-Ärzte sie wieder zurück. Und da hat sie dann gesagt, nein, danke, macht euren Dreck alleine. Sie hat gesagt, Meyer-Ärzte sind schon Fastenärzte sozusagen nach dieser FX-Meyer-Kur. ja, und heute ist es so, dass die auch nicht mehr mit Kuhmilch und mit Weizensemmeln operieren, sondern natürlich mit Buchweizensemmeln wegen der Kausschulung, die sind auch schon ein bisschen veraltet, und mit Pflanzenmilch. Das hat man Gott sei Dank erkannt und ich habe hinterher festgestellt, oh Gott, das sind die Hauptallergene, ist Weizen und Kuhmilch. Wie intuitiv war ich damals, dass ich gesagt habe, ich habe da keine Lust drauf, kann ich einfach fasten. Ne? Und dann habe ich 28 Tage gefastet. Ja, Sie sagt, also du hast da sehr intensive Erfahrungen gemacht. Wahrscheinlich hast du auch deswegen ganze zwei Bücher darüber geschrieben. Einmal, ich zeige es mal kurz, das basische Prinzip, auch mit einem Vorwort von Dr. Jacobs, kennen wahrscheinlich einige. Da wird das Ganze eher so wissenschaftsbasiert angegangen oder wissenschaftlich. Und dann hast du noch ein eher praxisorientiertes Buch geschrieben. Das heißt Säuren loswerden. Und ich denke, aus diesen beiden Büchern wirst du auch noch einiges berichten hier in dem Gespräch. Vielleicht kannst du noch mal zum Anfang sagen, was überhaupt ist eine Azidose oder eine Übersäuerung? Oder auch, was ist der Säure-Basen-Haushalt? Ich denke, diese beiden Begriffe sollte man am Anfang erklären, damit man auch versteht, warum das so wichtig ist. Genau. Ein kleines Zitat von Renate Collier noch: Am Anfang einer jeden Erkrankung steht ohne Ausnahme die Übersäuerung. Ja, die latente Azidose, es geht nicht um die Blutsazidose, das ist ein Fall für die Notfallmedizin. Die latente Azidose ist eine Gewebeübersäuerung. Das Blut hat immer einen sehr begrenzten pH-Wert von rund 7,4. Wenn wir zu viele Säuren durch die Nahrung aufnehmen oder sehr viel Stress haben, ich komme noch dazu, das ist der stärkste Säurefaktor überhaupt, dann ist es so, dass der Körper in seiner Weisheit die überzähligen Säuren natürlich jetzt nicht in den Herzmuskel packt, sondern ins kollagene Bindegewebe, wo sie am wenigsten Schaden anrichten können. In die intrazelluläre Matrix nennt man das. Den Film Matrix haben vielleicht einige gesehen. Und da sind die Säuren zwar nicht so schlimm wie mal wegen dem Herzmuskel, in der Lunge oder in der Leber, aber sie treiben trotzdem ihr Unwesen. Das heißt, ja, durch die Übersäuerung des kollagenen Bindegewebes ist es so, dass die Zelle nicht mehr optimal mit Nährstoffen versorgt werden kann, weil es also gelos ist und alles verschlackt ist. Die Zelle kann auch ihre blauen Tüten nicht mehr loswerden, also die Abfallprodukte vom Zellstoffwechsel. Ja, und wenn eine Zelle merkt, es funktioniert überhaupt nicht mehr, meine Lebensweise, dann setzt die ein Apoptoseprogramm in Gang. Das heißt, diese Zelle macht Selbstmord. Wenn zufällig viele Zellen dieses Selbstmordprogramm machen, sich aus dem Verkehr ziehen, man spricht von Zelluntergang, dann kommt es zu allen möglichen chronischen
Erkrankungen. Und das Immunsystem wird auch geschwächt durch Übersäuerung, weil die Lymphozyten, die weißen Blutkörperchen, können nicht mehr durch dieses verschlackte Gewebe rechtzeitig zum Infektionsherd hinkommen. Also das Immunsystem kriegt sozusagen auch ein aufs Dach. Ja, also latente Azidose, alle enzymatischen Prozesse im Körper und ohne Enzyme oder Biokatalysatoren läuft überhaupt nichts im Körper, weder Verdauung noch Stoffwechsel, noch Atmung, noch Denken, gar nichts. Und die finden in einem sehr begrenzten pH-Wertbereich statt. pH-Wert sagt aus, wie viel Säuren wir haben. P, Pondri, Hydrogenii, also 7 ist im Säure-Basen-Gleichgewicht. Alles, was unter 7 ist, ist sauer. Was über 7 ist, ist basisch. Und das ist wie bei Dezibel. Das geht nicht linear, sondern ein pH-Wert von 6 ist bereits 10-mal so sauer wie ein pH-Wert von 7. Ich kann also sehr empfehlen, mal so eine kleine Streifen, Teststreifen in der Apotheke sich zu besorgen und den Urinstrahl dann mal so darunter zu halten und zu gucken, wie ist die Tabelle, wie sauer ist mein Urin. Aber bitte nicht nur einmal am Tag, sondern 5-mal am Tag. Morgens ist der Urin sauer, weil wir Säuren in der Nacht ausscheiden nach dem Wenn er Frühstück. nicht sauer ist am Morgen, dann ist eher ein schlechtes Zeichen. Es ist ein schlechtes Zeichen, dass die Nieren nicht mehr in der Lage sind, wie zum Beispiel bei Krebspatienten im Endstadium, Säuren auszuscheiden. Dann gibt es die sogenannte Säurestarre. Aber das betrifft ja hoffentlich ganz wenige, ne? Dass sie also kurz vorm Exitus sind. Ja, also das ist ganz normal, dass man morgens einen säureüberschüssigen Urin hat von vielleicht 5 bis 6. Dann nach dem Frühstück, das gibt also eine Säure-Basen-Flut, kann man sagen, das geht so rauf und runter. Nach dem Frühstück sollte der Urin dann basisch sein, also auf jeden Fall mehr als 7. Und dann gibt es wieder eine kleine Säureflut und nach dem Mittagessen dann bitte wieder basisch. Und so sollte man 5-mal am Tag seinen pH-Wert vom Urin mal messen. Wenn der ständig im sauren Bereich ist, dann sollte man einen entsprechend ausgebildeten Arzt für Naturheilverfahren vielleicht mal aufsuchen und die Ursache erforschen. Nicht? Dann ist man wahrscheinlich stark übersäuert. Man kann aber auch zum Beispiel einfach mal den Oberarm nehmen und da einen stumpfen Kneifgriff, Außenseite Oberarm machen, so ein bisschen mit einer Drehbewegung, das ist vollkommen egal, ob links oder rechts. Und wenn es dann so ein bisschen zwickt, also wenn es ein bisschen wehtut, weil überall sind Nerven und deswegen signalisieren die dann dem Gehirn, oh, die Nervenenden sind gereizt. Wenn es ein bisschen weh tut, bei Frauen dann auch Innenseite Knie, könnten sie auch da mal ein bisschen reindrücken, oder Außenseite Oberschenkel. Männer haben dann noch weitere Verstecke im Inneren. Dann, wenn es da weh tut, dann ist es ein Zeichen von Säuren. Also das ist auch ein Zeichen von Säuren. Oder auch natürlich psychische Themen, dass wir uns ständig überfordert fühlen, dass wir leicht gereizt sind. Sauer ist nämlich nicht lustig, ganz im Gegenteil. Dass wir Einschlafschwierigkeiten haben, dass wir überhaupt schlecht schlafen. Das sind alles solche Symptome. Ja, und wie gesagt, die Blutazidose ist akuter Notfall. Der Blut-BH muss immer zwischen 7,35 und 7,45 sein. Also ich hatte ein Azidose-Seminar in Tirol, in Landeck. Und nach dem Seminar ist eine Teilnehmerin zu ihrem Arzt gegangen, hat gesagt, ich habe Azidose, also ich bin übersäuert. Der Arzt hat eine Blutprobe genommen und gesagt, sie sind nicht übersäuert. Und wenn sie zu ihrem Arzt gehen und sagen, ich glaube, ich bin verschlackt, was die Ärzte dann sagen, ist, sie sind doch kein Kamin. Ja, Also oder es die gibt keine Schlacken. Ja, es gibt keine Schlacken. Also das Konzept Schlacken und Säuren und Übersäuerung, das ist in der Schulmedizin also Tabula rasa, das findet einfach nicht statt. Das ist ein schwarzes Loch. Das ist ein Tabu. Tabu. Also da können Sie kein großes Wunder erwarten. Nicht? Die meisten Ärzte sind selber übersäuert, wie sowieso fast alle Menschen. Und ja, ursächliche und ganzheitliche Therapie wird nicht gerade hoch gehalten. Also wenn Sie da nicht einen entsprechenden Heilpraktiker haben oder Arzt für Naturheilverfahren, dann sind Sie schlecht beraten. Ja, man erkennt den pH-Wert eben am Urin, dann Diagnosegriff habe ich schon vorgemacht, Reizbarkeit habe ich schon gesagt, Erschöpfung, Stimmungstiefs und Stimmungsschwankungen, schlechte Laune, Konzentrationsschwierigkeiten,
Probleme, Konzentrationsschwäche. Das sind alles, das können alles Hinweise sein auf eine Übersäuerung Ihres Organismus. Und dann sollte man eben tatsächlich was für tun, weil auf diesem sauren Boden alle möglichen Krankheiten gedeihen. Also ich habe schon angesprochen, chronische Müdigkeit, einem wird alles zu viel. Wir pushen uns dann mit Stimulantien wie zum Beispiel Cappuccino oder Schokolade. Aber durch diese Stimulantien kommen wir noch mehr aus dem Säure-Basen-Gleichgewicht, übersäuern wir noch mehr. Entzündungen gedeihen nur in einem sauren Milieu. Nierensteine bilden sich nur, wenn auch die Nieren übersäuert sind. Und weil die Nieren sehr oft dann überfordert sind, sie sind nämlich zuständig für die Ausscheidung der Säuren, kommt es dann ab dem 60. Lebensjahr, sind die Hälfte der Erwachsenen betroffen von einer sogenannten Niereninsuffizienz. Das heißt, dass die Nieren nicht mehr optimal arbeiten. Und wenn das dann nicht aufhört, wenn die Lebensweise weiter betrieben wird, dann kommt es zu Nierenstein, was ich schon sagte, Nierengries. Und wir brauchen irgendwann mal Dialyse, Nierenwäsche oder eine Spenderniere. Also ohne Nieren, das hat die EHEC-Infektion gezeigt, kann man nicht leben. Wir sollten sehr auf unsere Nieren achten. Vielleicht kannst du noch kurz was sagen zu der Thematik. Obwohl die meisten Menschen übersäuert sind, müssen manche Organe oder Organsysteme müssen ja in einem sauren pH-Wertbereich sein, wie zum Beispiel die Magensäure. Da ist es ja eher so, dass die meisten eine zu schwache Magensäure haben. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen das differenzieren. Ja, okay. Also bei Magensäure im Magen, der hat einen pH-Wert von 1 bis 4. Der ist also etwa so sauer wie Essig, weil durch die Eiweißverdauung, der Magen ist dafür zuständig, das Eiweiß, was sie zu uns nehmen, zu verdauen. Und das geht nur, also Fleischfresser, die haben noch Füchse und so weiter, die haben noch einen sauren, Salzsäure, also Magensaft. Die Haut hat auch einen leicht sauren pH-Wert, nämlich 5,5, weil durch die Säuren dann Bakterien und Pilze platt gemacht werden. Also das hat eine sozusagen Hautschutzfunktion. Der Darm hat einen basischen pH-Wert von 7 bis 8, Pankreas sogar für 8, also 8. Der Pankreassaft hat einen extrem eben basenüberschüssigen Qualität, weil ja die Nahrung mit dem extrem sauren Magensaft vermischt ist. Um das wieder auszugleichen, um das Ganze kompatibel zu machen für den dünnen Darm und dann im Verlauf natürlich auch für den Dickdarm, muss der Pankreassaft extrem basisch sein. Und wie gesagt, das Blut habe ich ja schon erwähnt, 7,4. Genitalbereich ist auch leicht sauer, also 5,5. Auch eben, um Pilze und Bakterien in Schach zu halten. Nicht? Also man kann nicht sagen, basisch ist toll und Säure sind des Teufels. Also das wäre eine Überinterpretation. Das stimmt so nicht. Und zum Beispiel ist es auch nicht ideal, wenn wir jetzt zum Beispiel Säureblocker nehmen, wer auf die geniale Idee kommt, ach, ich habe zu viel Magensäure, dann nehme ich jetzt einfach mal Säureblocker ein, damit ich nicht zu viel Magensäure produziere und dadurch eventuell mir eine Gastritis einhandle, also eine Magenschleimhautentzündung. Es ist nicht ideal, wenn der pH-Wert vom Magen dann zu basisch wird, weil die Verdauung der Eiweiße, besonders des tierischen Eiweißes, damit auf der Strecke bleibt. Und was nicht im Mund passiert ist mit den Kohlenhydraten, was nicht im Magen passiert ist mit dem Eiweiß, kann an keiner Stelle der Verdauung ausgeglichen werden. Und da hat Professor Lothar Wenn schon vor Jahrzehnten gesagt, Eiweißspeicherkrankheiten, dass wir durch zu viel tierisches Eiweiß unseren Darm verschlacken und eben es zu diesen ganzen Krankheiten kommt, weil Eiweiß einfach sehr, wir kommen dazu noch sehr säurebildend ist. Ich möchte aber noch weiter jetzt bei diesem Thema bleiben, welche Krankheiten auf saurem Boden entstehen können. Der Blutdruck kann extrem nach oben gehen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache mit einem Anteil von über 40% an den Todesfällen. Muskel- und Gelenkschmerzen, weil die Säuren reizen eben die Nervenenden. Die Insulinresistenz kann
zurückgehen und aufhören. Das heißt, Übersäuerung ist ein Risikofaktor für Diabetes Typ 2, den erworbenen Diabetes. Muskelabbau, das hängt da auch damit zusammen, dass bei einer Übersäuerung des Gewebes der Körper Calcium, um zum Ausgleich Calcium und Kalium aus den Muskeln holt und übrigens auch Calcium aus den Knochen und Zähnen. Das heißt, dass diese Übersäuerung zu einem Muskelabbau führt und das ist besonders im Alter ein ganz, ganz großes und fieses Thema. Wenn nämlich die Muskeln zu schwach sind, dann können die Menschen nicht mehr selbstständig leben. Sie fallen nicht und dann brechen sich ein Knochen, sondern der Knochen ist so morsch geworden, dass der einfach bricht und sie dadurch fallen. Das ist so gruselig. Ja, und natürlich auch eben, wie gesagt, sie dann Haare verlieren, Zähne verlieren, Osteoporose. Und das liegt an dem Übermaß an säurebildenden, vor allem tierischen Proteinen. Die Japaner kennen eben noch nicht mal ein Wort für Wechseljahrsbeschwerden durch die Phytoöstrogene. Und bei denen sind die Osteoporose-Rate ist nur ein Bruchteil, beträgt nur ein Bruchteil von dem, was wir in USA und Europa erleben. Herzrhythmusstörung, das Herz braucht genug Kalium. Wir haben eine Kalium-Natrium-Pumpe im Körper und man kann sich so vorstellen, Natrium, da ist zum Beispiel viel Natrium ja in Natriumchlorid drin, in unserem Kochsalz, das ist der Gegenspieler zu Kalium. Und wir können schon etwas Salz nehmen, wir sollten das unbedingt durch kaliumreiches Gemüse ausgleichen. Und wenn das Herz zu wenig Kalium bekommt, dann kommt es zu Herzrhythmusstörungen und wenn das dann nicht aufhört, kann es zu Herzflimmern kommen. Und das ist potenziell tödlich. Es kann zu Durchblutungsstörungen des Herzmuskels kommen, bis zum Herzinfarkt und bis zum Schlaganfall. Säurekrankheiten typische sind zum Beispiel Gicht, Rheuma, Arthrose und Arthritis, Zellulitis, Itis, Entzündung, ne? Kopfschmerzen, Krebs, ich habe schon Professor Warburg erwähnt, und eben die Gefahren einer Azidose, Knochen werden entkalkt, Osteoporose, der Cortisolspiegel steigt, wenn wir zu viele Säuren zu uns nehmen, was wiederum katastrophale Wirkungen hat, was wiederum die Übersäuerung beschleunigt. Also ist es tatsächlich Stress für unseren Organismus, zu viele Säuren zu sich zu nehmen, vor allen Dingen in Form zum Beispiel von tierischem Eiweiß, der Blutdruck steigt, sagte ich schon, das Immunsystem wird runtergefahren. Es kommt zu Verdauungsbeschwerden, die ich ja damals auch massiv hatte. Entweder Verstopfung oder chronischer Durchfall. Schmerzen, man hat nachher nonstop Schmerzen. Man nimmt dann vielleicht Ibuprofen oder Paracetamol, aber diese Medikamente führen wieder dazu, dass wir mehr Säuren anhäufen. Wir haben sozusagen ein Säurebasenkonto und wir geraten immer mehr in die roten Zahlen. Migräne ist eine typische Säurekrankheit. Karies, also da kann der Zahnschmelz nicht gesund sein, wenn wir total übersäuert sind. Unfruchtbarkeit, ganz gruselig, beim Mann und Frau. Wenn wir total übersäuert sind, dann ist der Körper, der Organismus in einem Überlebensmodus und dann ist die Fruchtbarkeit oder das Weitergeben der Gene ist dann Luxus. Faltenbildung, also man die Haut altert viel mehr, wenn wir übersäuert sind. Alterungsprozesse werden immens beschleunigt. Bandscheibenprobleme, weil eben auch die Bandscheiben darunter leiden, unter dieser Übersäuerung. Der Blutzuckerspiegel steigt und damit das Diabetesrisiko. Haarausfall. Der Haarboden, also das hier, ist ein beliebter Säurespeicher. Und deswegen haben viele eben Haarausfall. Wir Frauen haben während der Periode eine sagenhafte Entsäuerung und Entgiftung. Wenn die aber nicht mehr läuft, also wenn wir in einer Menopause sind, dann kriegen wir die ganzen Säurekrankheiten, die die Männer schon vorher hatten, nämlich eben Diabetes Typ 2, Herzinfarkt, Haarausfall und dergleichen mehr. Nicht? Und deswegen müssen wir gerade als Frauen nach der Menopause unbedingt dafür sorgen, dass wir im Säurebasengleichgewicht sind, was heute ja nur noch Säuglinge schaffen, die gestillt werden und Naturvölker, von denen es ja immer weniger gibt. Das heißt, alle sind betroffen fast sozusagen, die bei uns hier leben?
Ja, also ich kenne keinen Erwachsenen, es sei denn tiefenentspannte Rohköstler, die im Säure-Basen-Gleichgewicht sind. Beispiel, ich habe ein Mango-Festessen, ich war mal radikale Rohkösterin, habe ich bei mir gemacht, es waren alles Rohkösterinnen. Und dann habe ich gefragt, ob ich diesen Azidose-Test mal machen kann bei denen. Von 8 Frauen hatten 7 eben Azidose, also waren übersäuert. Und bei Nachfrage kam raus, die hatten auch gerade ein fettes Stressproblem. Also dazu komm ich noch, wie Stress und Azidose zusammenhängen. Da kann man sich ja noch so gesund und basenüberschüssig ernähren. Wenn man einen chronischen Stress hat und einen ungeheilten Konflikt, dann ist das so säurebildend, dass man da gar nicht gegen ankommt. Ja, die ideale Ernährung sollte 80% basenüberschüssig sein und nur 20% säureüberschüssig. Wir brauchen auch ein paar Säuren, also nicht nur jetzt Basen essen. Meine Lehrerin Dr. Collier, die hat das nämlich selbst im Selbstversuch gemacht, was passiert bei einer Alkalose. Und da ging es den Teilnehmern gar nicht gut, die hatten sich in Haar zurückgezogen und bis sich dann plötzlich welche getroffen haben in der nahen Bäckerei. Da haben die ja intuitiv gespürt, dass sie auch ein paar Säuren brauchen und dann haben sie das Experiment abgebrochen. Das ist genauso schlecht. Aber in dieser Gefahr sind wir alle überhaupt nicht, sondern wir sind alle in der Gefahr der Übersäuerung. Vielleicht Wichtig, ja. kannst du noch was zu den Lebensmitteln sagen, welche wie wirken oder was so die prominentesten Vertreter sind, welche besonders säurebildend wirken und welche besonders basenbildend wirken. Ja, ich würde ganz gerne erstmal so das große Thema machen, dass die Okay. Ernährung eben alles ist, sondern das ist, was wir alles machen können, um wieder in ein Säure-Basen-Gleichgewicht zu kommen. Also, was ich schon sagte, basenüberschüssige Ernährung, kann ich gerne sagen, vor allem Gemüse enthält viel mehr Mineralstoffe als Obst. Und biologisch angebautes Gemüse enthält doppelt so viele durchschnittlich Mineralstoffe und Spurenelemente wie konventionell angebautes, weil einfach die Pflanze durch die Agrargifte viel zu viel Wasser ansammelt und das Ganze verdünnt wird. Man hat also destilliertes Wasser auf dem Teller, aber keine Nährstoffdichte. Gemüse, Wildkräuter, Küchenkräuter. Ich habe hier so ein Buch geschrieben über Küchenkräuter. Und natürlich solche grünen Foods wie zum Beispiel Gerstengrassaft, Afra-Algen, natürlich auch Wildkräuter. Diese Themen hatten wir ja schon. Und dann kann man natürlich, wenn man zum Beispiel fastet, sich mit einem Basenpräparat behelfen. Oder auch sonst, wenn man merkt, oh Gott, ich bin total übersäuert, ich bin ja nur noch im Stressmodus, dann kann das auch mal eine Hilfe sein. Das sollte auf Zitratbasis sein, wie es auch in Gemüse und Obst vorliegt. Ich empfehle eben deswegen, dass man da ein bisschen guckt, dass man also nicht irgendwie anorganische Mineralstoffe in sich reintut. Das kann auf die Dauer dann zur Arteriosklerose beitragen. Man sollte unbedingt seinen Salzkonsum einschränken und im Blick haben, weil das auch zur Übersäuerung beiträgt. Und ich empfehle zum Beispiel hier ein Blutdrucksalz von Dr. Jakob. Die Finnen haben jetzt so ein Blutdrucksalz propagiert, was nur 40% von Natriumchlorid enthält und Propaganda dafür gemacht, für eine Salz, also den Salzkonsum zu reduzieren. Sie haben seitdem 40% weniger Herzinfarkt und 40% weniger Schlaganfall. Also das will einem ja was sagen. Ne? Und ja, ich habe auch jetzt gerade kennengelernt, also den gab es schon vorher, aber ich hatte mich da noch nicht rangetraut, einen Basenriegel, auch von Dr. Jakob. Der schmeckt super lecker. Und mit einem Riegel von 45 Gramm, den gibt es für 2,99 im Internet, also noch ein bisschen preiswerter, als wenn man die direkt bei der Firma bestellt. Ja, und da hat man bereits 40% seines Kaliumbedarfs für den Tag abgedeckt. Also was Tolleres gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Und da ist ja noch Zink drin, Magnesium drin, also richtig tolle Mineralstoffe. Würdest du sagen, dass jemand, wenn er, sage ich mal, ein hochwertiges Salz zu sich nimmt und aber auch gleichzeitig viele ja, basische Superfoods und gleichzeitig auch wenig so Sachen wie Weizen, wie gerade minderwertige tierische Proteine und so weiter und so fort, dass er dann trotzdem einen guten Status haben kann? Ja, ich würde aber trotzdem, also ich habe jetzt gerade mein Mittagessen auch mit diesem Blutdrucksalz gewürzt, obwohl ich einen niedrigen Blutdruck habe, aber es geht ja um die Übersäuerung und Salz einfach zur Übersäuerung beiträgt. Und da würde ich doch mal sehen, zusehen, dass ich mehr mit Gewürzen
mein Essen würze, dass ich nicht einen Salzstreuer schon mit einem Fett auf dem Tisch habe. Einige Menschen, wie soll ich sagen, also die würzen einfach nach, obwohl sie das Essen noch gar nicht probiert haben. Ne? Und deswegen würde ich einen großen Bogen auch machen um Fertiggerichte, um Restaurantessen, wenn es nicht gerade richtig Not tut, weil die da gerade noch ganz viel Kochsalz rein donnern, weil zum Beispiel im Restaurant dann auch der Getränkeumsatz sich erhöht. Das ist eine ganz fiese Nummer. Also 1 Gramm Salz bindet 1 Liter Wasser und das wissen die ganz genau, ne? Dass sie an den Getränken am meisten verdienen. Also, dass man sich, ja, wie gesagt, also, dass man vielleicht dem Kellner sogar sagt, also bitte, ich bin salzsensibel. Nicht? Aber ich würde unbedingt zusehen, dass ich möglichst wenig, also es wird empfohlen, höchstens 2 Gramm Salz, Kochsalz zu sich zu nehmen und auch das Himalaya-Salz besteht aus NaCl oder das Steinsalz. Mehr Salz sollte man nicht mehr konsumieren, weil da viel zu viel Mikroplastik drin ist und Schwermetalle. Aber auch das ist Salz, auch das ist NaCl und deswegen würde ich da ein bisschen mich reduzieren. Bewegung ist sehr, sehr wichtig, um den Stoffwechsel anzuregen, wenn den Schweiß Säuren auszuscheiden und auch die flüchtigen Säuren natürlich über die Atmung. Und wenn die Atmung durch Ausdauersport zum Beispiel vertieft ist, dann ist es natürlich auch so, dass der gesamte Stoffwechsel und damit auch die Körperreinigung und die Ausscheidung von überflüssigen Säuren natürlich auch angeregt wird. Also unsere Vorfahren waren keine Bewegungsmuffel, sondern sie haben jeden Tag schnellen Schrittes 20 bis 30 Kilometer in der Steinzeit zurückgelegt, auf der Suche nach Nahrung und aus anderen Gründen. Ja, und das ist die Strecke von einem Halbmarathon. Das muss man sich mal klar machen. Und wir sind genetisch, sind wir noch in der Steinzeit. Also wir können nicht einfach sagen, das interessiert mich doch nicht. Ich pflege eine sitzende Lebensweise, ich bin Couchpotato und es macht alles nichts. Nein, es macht doch was. Dann Entspannungstechniken, wir kommen noch dazu, Meditation, autogenes Training, authentisches Reiki, was ich vermittle, weil eben wir so viel chronischen Stress haben, allein durch die Weltlage und was da alles so kreucht und fleucht. Ich muss sagen, ich habe mich gestern aufgeregt, dass Kompakt verboten wurde. Und sich aufregen ist auch nicht gerade witzig für Säure-Basen-Gleichgewicht. Ja, aber was da sonst so alles so rumdümpelt mit irgendwie kriegerischen Auseinandersetzungen und jetzt damit mit Amerika und so weiter und so fort, das macht alles was mit einem. Das ist ein chronischer Stress, den wir gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, aber unser Organismus schon. Dann die genialen Azidose-Massagen, also die gebe ich auch in meinen Seminaren weiter. Und die meisten kann man sich selbst geben. Bauch-Selbstmassage, Kopf-Nacken-Selbstmassage. Bein-Selbstmassage inklusive Füße, nur an die Rückenmassage kann man natürlich nicht, an den Rücken kann man nicht selber rankommen. Und das ist eine wunderbare, sehr effektive Möglichkeit, Säuren aus dem Kollagenbindegewebe zu mobilisieren und zur Ausscheidung zu bringen. Dann sollten wir auch auf jeden Fall genug Ruhepausen einlegen und nicht immer im Aktivitätsmodus sein, ja. Eine sinnvolle Tätigkeit ist auch sehr wichtig. Also wer keinen Sinn sieht in der Arbeit oder entweder über- oder unterfordert ist, das sind Faktoren, die uns auch aus dem Säure-Basen-Gleichgewicht bringen. Dann gibt es die Möglichkeit, Basenbäder zu machen. Man kann auch Fußbäder machen. Da können wir entweder preiswert das Salz nehmen vom Toten Meer. Ich selber finde ganz toll, das Guam-Badesalz kann man im Internet bestellen, weil das noch viel preiswerter ist als zum Beispiel die Peter Jenschura-Produkte, die zwar auch alle sehr hochwertig sind, aber auch sehr hochpreisig. Und die habe ich da in Österreich kennengelernt und bin schwer begeistert, weil außer den 84 Mineralstoffen, die im Salz des Toten Meeres drin sind, ich bin da selber mal gewesen, da kann man wirklich Zeitungs lesen, aber man darf keine kleine Wunde haben. Ja, und da sind auch noch Algen drin. Also dieses Badesalz ist dann türkisgrün, sagenhaft. Und durch die Osmose wird der Körper erwärmt. Also bloß nicht hinterher abduschen. Wir können also ohne Wasser, heißes Wasser nachts zum Gießen, können wir eine Stunde in der Badewanne bleiben. Das ist also so genial. Und natürlich auch Sauna. Also Sauna, Erwärmungsbäder. Die killen ja sogar Borrelien, also wer Borreliose hat, sie killen Krebszellen, die mögen das gar nicht, solche hohen Temperaturen. Und wenn man den Saunaschweiß, den man da produziert, in 2 Saunagängen oral einer Maus
applizieren würde, also oral, dass sie das schlucken müsste, dann würde man diese, dann wäre die tot, die Maus. Mausetot wäre Du die. meinst wegen den Säuren, die rauskommen, oder auch wegen Toxinen, die ausgeschieden werden? Ja, aber das sind ja hauptsächlich Säuren, die wir da ausscheiden und das wäre für den kleinen Organismus Maus wäre das einfach zu viel. Ja, also das sind so Dinge, die wichtig sind. Was auch noch eine gute Möglichkeit wäre, wäre zum Beispiel Fasten. Dass nämlich, wenn der Darm nicht mehr richtig funktioniert und er kann nicht gut funktionieren, wenn wir noch nie gefastet haben, wir möchten ja auch einmal im Jahr Urlaub machen, mindestens. Und der Darm möchte das nämlich gerne auch. Und wichtig ist, dass wir gut kauen, ne, gut kauen, weil wir durch den Speichel dann unsere Nahrung mit Basen, mit Mineralstoffen anreichern. Wir machen dann die Nahrung basisch, also sehr gut kauen empfehle ich sehr, besinnlich essen, nicht keine Schlingmahlzeiten, kein Fast Food reinstürzen, sondern Mahlzeiten, dass wir also das, was im Mundbereich nicht für die Verdauung der Kohlenhydrate passiert ist, nämlich Alpha-Amylase oder Ptyalin zu produzieren, diese Enzyme, das wird nirgendwo in der Verdauung ersetzt. Also das muss schon im Mund stattfinden. Wer zu viel isst, das ist also immer so beliebt bei irgendwelchen EM-Geschichten oder Familienfesten. Alles, wenn es noch so basenüberschüssig ist und noch so gesund, alles, was zu viel ist, wird im Körper sauer verstoffwechselt. Es geht also nicht um den Geschmack, Zitronen sind absolut basenbildend, sondern wie das im Körper verstoffwechselt wird. Also eine Entgiftung, eine Entschlackung wäre gut, auch durch Fasten oder Intervallfasten, auch mal seinem Magen 4 Stunden Ruhe gönnen nach einer Mahlzeit. Darmreinigung, da empfehle ich zum Beispiel, das ist viel besser als Einlauf, kriegt man für 1,50 in jeder Apotheke, Bittersalz oder Magnesiumsulfat, das durchrieselt dann die Darmzotten vom Dickdarm und die Verschlackungen, die sich da über die Jahrzehnte gebildet haben, bringt es dann zur Ausscheidung. Du hast gerade gesagt, Einlauf ist nicht so sinnvoll aus deiner Sicht. Warum? Nee, weil der Darm insgesamt 9,5 Meter lang ist. Und dann gucken Sie sich mal an, was die da so ein Einlaufgerät, wie lang das Rohr ist. Ne, das sind vielleicht 60 Zentimeter oder wenn es ein Meter. Ja, und da erreichen wir nur einen Teil, einen ganz kleinen Teil vom Dickdarm und den Dünndarm, wo die Verschlackungen stattfinden, weil da die Darmzotten liegen, den erreichen wir überhaupt nicht. Und früher war das ja mal so in, da haben sich ganze Generationen, eine Generation von Heilpraktikern mit saniert, Kolon. Hydrotherapie. Kolon heißt Dickdarm, deswegen hat man das auch nicht übersetzt. Ja, toll, nicht? Dann sieht man da die Inhaltsstoffe vom Dickdarm, ich habe es auch mal gemacht, an sich vorbeiziehen auf so einem Screen, in so einer Art Fernseher. Aber den Dünndarm erreichen wir auch damit nicht. Aber kann Und auch trotzdem hilfreich sein, oder? Und auch, es werden ja so Reflexzonen aktiviert, Selbstheilungsreflexzonen. ganz toll, aber ist es nicht ausreichend. Ist nicht ausreichend und bei Fasten ist es sehr gut. Und auch sonst mal eine Kur zu machen mit Magnesiumsulfat, eben einfach einen flachen Teelöffel mit kochendem heißem Wasser übergießen, dass sich die Kristalle auflösen, dann aufkippen mit kaltem Wasser, sodass es dann eine sag ich mal, physiologische Lösung wird, also Körpertemperatur. Dann morgens vorm Frühstück, halbe Stunde Pause oder eben beim Fasten, wo man sowieso nichts frühstückt, dann eben essen. Trinken, also runterspülen und das durchrieselt dann die Darmzotten und löst diese Verkrustung auf. Meine Lehrerin Dr. Renate Collier hat im Selbstversuch 9 Jahre lang jeden Tag diesen Bittersalztrunk gemacht, um zu beweisen, dass es Lecker. harmlos ist. Das finde ich aber auch nicht so lecker und ich würde es auch nicht empfehlen. Ne? Ja. Und Laubersalz ist übrigens zu Beginn des Fastens vollkommen obsolet, was früher gemacht wurde, auch bei den Otto-Bruker-Kliniken. Weil durch diese explosionsartigen Entleerungen eben das ganze Mikrobiom im Klo landet. Das ist genauso wie eine Darmspülung. Und das Ja, ist beim Bittersalz nicht der Fall, sagst du? nein, nein, nein. Man hat da überhaupt gar keinen Durchfall, sondern das merkt man gar nicht. Ne? Also da gibt es keine explosionsartigen Entleerungen von Also einem. ich muss sagen, ich habe relativ häufig Bittersalz genommen. Da ist es schon, war es schon gut, eine Toilette in der Nähe zu haben. Aber Das ist ein vielleicht. Entgiftungsprozess. In der Regel dürfte bei dieser geringen Dosis von einem flachen Teelöffel kein Durchfall entstehen. Und Ach, wenn stimmt, das sein ja. sollte, dann sollte man die Dosis reduzieren, damit man das ein bisschen in Hamburg sagt, man Sutsche angehen lassen. Ja, Also das ich bringt kenne. Ich. mehr Durchfall zu erzeugen, weil Durchfall eben ein Teil des Mikrobioms ins Klo spült. Und wenn man jetzt öfter, deswegen sind eben diese Menschen mit einer chronischen Darmentzündung auch sehr zu bedauern, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und so weiter.
weil irgendwelche Stämme sich dann verabschieden für alle Zeiten oft. Ne? Das ist genau wie so eine sogenannte Antibiotikakur. Also da sollte man eben, deswegen mache ich diesen Hinweis, aber bitte nicht Glaubersalz mit Bittersalz verwechselt, ne? Und denkt, das wäre dasselbe. Es ist nicht. Nein, bitte also kein Glaubersalz. Auch nicht zu Beginn einer Fastenkur, wie das früher üblich war. Also ich kenne das Bittersalz auch von den Leberreinigungen nach Andreas Moritz, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, oder auch Hulda Clark. Genau. Da wird es auch genutzt, um. Dr. Gerson hat damit auch gearbeitet Ja. bei seinen Krebspatienten. Ja, also deswegen, das Merkwürdige ist, dass man, wenn man in die Apotheke geht und sagt, ich möchte gerne Bittersalz oder Magnesiumsulfat, wird man angeguckt, als wenn man Selbstmord machen will. Also das ist so bizarr. Und wenn man sagt, ich will eine Darmreinigungskur machen, dann drücken sie das Zeug dann endlich raus für 1,50 €. Also das ist so, sag ich mal, ja, die haben alle möglichen Giftkram, haben die da, was sie da freigebig verscherbeln. Aber dass man überhaupt so Ibuprofen und sowas ohne Rezept kriegen kann, finde ich kriminell. Ja, aber dann bei so etwas Harmloses, bei sowas Harmlosen, dann machen die einen Aufstand. Als wenn man irgendwie Selbstmord machen will. Man kippt sich ja nicht ein ganzes Ding gleich rein. Ne? Man isst ja auch nicht eine ganze Packung Paracetamol hintereinander weg. Also, das ist schon sehr merkwürdig. Das kann einem in der Apotheke blühen. Das kann den Laien etwas verunsichern. Ne? Also, mich natürlich jetzt nicht mehr, aber ja, das ist schon etwas gruselig, sage ich mal so. Aber es ist ja eigentlich eine ja, sehr ungefährliche Substanz, Magnesiumsulfat. Die meisten haben sowieso auch Magnesiummangel. Magnesium generell hilft dabei, dass der Darm sich regelmäßig entleeren kann. Ja, ich kenne es wie gesagt von den Leberreinigungen, fand es da auch immer sehr gut. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, Bittersalz ist schwierig, aber aus meiner Sicht kann man das ruhig ab und zu mal machen. Und man kann auch Bäder damit machen, auch sehr spannend. Ja, genau. Und man kann auch, wenn das nun gar nicht vom Geschmack her kompatibel ist, also man so einen Würgereflex hat, dann kann man sich entweder die Nase zuhalten, da schmeckt man nicht mehr so viel, oder einen kleinen Schuss Zitronensaft rein. Ne? Dann ist es also Zitronensaft reinigt auch den, dann müsste man das aber mit Strohhalm essen, weil Zitronensaft eben die Säure, eben den Zahnschmelz angreift. Aber die meisten, also Magnesiumfall geht vom Geschmack. Glaubersalz ist ein ganz anderes Kaliber, aber wie gesagt, ja, Glaubersalz, da ist man von ab. Ne? Also das benutzt man nicht mehr zum Fasten, zur Einleitung von Fasten. Ich wollte noch mal so auf die Säurebildner, die so am stärksten sind, zurückkommen. Süßigkeiten, Gebäck, Fertigprodukte, Alkohol, Weißmehlprodukte, Vollkorn ist ziemlich ausgeglichen, Fleisch, Fisch und Eier. Ganz extrem sind so eingelegte Fische, so saurer Hering und so. Das ist also der Säurehammer. Und die Basenbildner, also das Ausgleichen, die Whitelist sozusagen, sind eben Kräuter und Wildkräuter, Grassäfte, Algen, Gemüse, Trockenfrüchte. Da empfehle ich aber, die vorher auch einzuweichen, mindestens 2 Stunden, gerne über Nacht, weil die sonst getrocknet zu konzentriert sind und die Bauchspeicheldrüse sonst überlasten, Keime, jede Art Keime und natürlich Salate. Ne? Also alles aus dem Pflanzenreich, da gibt es nichts, was übersäuernd ist. Früher hieß es, Artischocke wäre übersäuernd. Tja, toll, ne? Wer isst schon Artischocke? Aber das ist mittlerweile auch obsolet. Also da hat man, das ist neutral. Und Ne? wahrscheinlich ist es auch so, dass jetzt ein Salat, wo kaum noch was drin ist, ein konventionell angebauter Salat, relativ wenig basisch ist, weil einfach auch wenig basische Mineralien drin sind. Und vielleicht ein Salat, der von einem guten Boden wächst, vielleicht zu Hause im Garten, wo man sich um den Boden gekümmert hat, dass der viel mehr Basen, also viel mehr basenbildend ist, als jetzt der gleiche Salat, wo nichts mehr drin ist. Ja, deswegen kann ich auch empfehlen, wer also Balkonkästen hat, wo er Gemüse anbaut und Kräuter oder einen Garten sein eigen nennt, dann entweder mit Algenmehl oder Gesteinsmehl für einen höheren pH-Wert im Boden zu sorgen. Also was nicht im Boden ist, ist nicht in der Pflanze und was nicht in der Pflanze ist, ist bei uns dann nicht auf dem Teller. Ne? Und besonders empfehle ich natürlich Demeter-Gemüse. Ich habe selber die biologisch-dynamischen Präparaten auf einem Demeter-Betrieb zubereitet, weil die eben durch ihre landwirtschaftliche ja, Kultivierungsmethode, also dass sie eben
zum Beispiel eben den Mist nicht irgendwie aufbringen, sondern das über den Kompost laufen lassen und so weiter und dann über die biologisch-dynamischen Präparate, dass die eben das sehr, sehr im Fokus haben, schon seit Jahrzehnten, mehr Mineralstoffe und vor allem Spurenelemente in den Boden zu bringen. Ne, da haben die schon vor 50 Jahren gesagt, Deutschland ist ein Selen- und Magnesiummangelland, was dann die Bertelsmann Stiftung viel später erst entdeckt hat. Also das wäre optimal oder eben Wildkräuter. Wildkräuter enthalten wesentlich mehr Mineralstoffe eben noch als unser Kulturgemüse, ne? Dass man also immer mit Wildkräutern das Ganze anreicht, reichert. Was Ja. ist mit so basischen Tees? Ja, sehr gut. Also Wildkräuter kann man ja verschieden konsumieren, entweder roh, frisch, was weiß ich, gedünstet, Bärlauch, Gemüse. Oder man kann es natürlich auch, ich habe jetzt Bärlauch getrocknet, fand ich mal eine kreative Idee, habe ich noch nirgendwo gelesen. Und da mache ich jetzt Bärlauch-Tee. Allerdings, man riecht auch, als wenn man Knoblauch gegessen hat. Man muss gucken, der Kalender, ob man da gesellschaftliche Verpflichtungen hat. Ja, also als Tee, die Mineralstoffe und Spurenelemente, denen macht Erhitzen überhaupt gar nichts. Ne? Die Polyphenole sogar werden erst noch richtig gelöst durch das Erhitzen. Natürlich bleiben die Enzyme und ein paar Vitamine auf der Strecke, aber das einfach generell zu sagen, nur Rohkost und alles gekocht ist Mist und Tee sowieso schon, nein. Also es gibt fanatische Rohköster, die sogar keinen Tee trinken, sondern die machen dann einen Kaltauszug aus irgendwie Pfefferminze. Naja, okay, Also ne? auch so eine gute, schöne Gemüsesuppe, gegen die ist auch nichts einzuwenden. Nee, und wenn wir jetzt fasten wollen und uns mit Basen, also während des Fastens, sind wir sogar sehr stark übersäuert, weil der Körper ja die überflüssigen Säuren ausschaltet. Und damit wir nicht in der Fastenazidose landen und richtig missgestimmt sind und dann die Fasterei, beenden, wo es gerade irgendwie interessant wird, Fasten ist Operation ohne Messer, sagt Dr. Otto Brucker, deswegen ist es sehr gut, Gemüse, Demeter-Gemüse, abzukochen, ohne Salz bitte, ohne Fett und diesen Sud zu trinken, also abzugießen. Und das kleingeschnippelte dann Demeter-Gemüse, das kann man einfach einfrieren und als Fond nutzen oder als Grundlage für dann eine Gemüsesuppe, die man hinterher dann, wenn man wieder essen will, wieder zu sich nehmen kann. Was ist Also mit in der frisch ge Fastenzeit ist es ganz, ganz wesentlich, dass wir keine Ballaststoffe zu uns nehmen. Also nicht Gerstengras uns auflösen, sondern eben tatsächlich keine Faserstoffe zu uns nehmen, damit der Darm wirklich mal entlastet ist und richtig mal Ruhe hat und ja, eben seiner Selbstreinigung nachgehen kann. Was ist mit frisch gepressten Säften? Ja, auch sehr gut. Natürlich ein bisschen verdünnt ist sehr gut oder Gerstengrassaftpulver aufgelöst. Ist optimal, optimal. Nicht? Also das ist extrem basenbildend. Und da haben wir gleich wieder gute Laune. Ab dem dritten Fastentag sollten wir eine Messerspitze Honig zu uns nehmen oder alternativ, wer Veganer ist, zum Beispiel Ahornsirup, weil eben der Blutzuckerspiegel sonst zu weit in den Keller gehen kann. Aber jetzt auch nicht ein halbes Honigglas, sondern bitte 3 Messerspitzen am Tag, also kleinste Mengen. Und das Wichtige am Fasten ist natürlich auch das Fastenbrechen. Das Fastenbrechen muss unbedingt ein Drittel der Dauer betragen, wie wir gefastet haben. Wenn ich jetzt, sage ich mal, 9 Tage gefastet habe, dann muss ich mindestens 3 Tage abfasten. Da sind und in kleinsten Mengen super kauen und nur bestimmte Nahrungsmittel zu mir nehmen, da sind schon Menschen mit einer Leberkolik im Krankenhaus gelandet, weil sie meinten, direkt nach dem Fasten muss ich ein Vier-Gänge-Menü mir im Restaurant reinknallen. Das ist ihnen überhaupt nicht gut bekommen, nicht? Also Fasten ist leicht, da hat dann einfach der Körper umgeschaltet auf Reinigung und Entsäuerung und Entgiftung, aber Fastenbrechen. Da gibt es ja das Buch von dem Lützner, Fastenbrechen, das kann ich also jedem wärmstens empfehlen. Das ist die hohe Kunst. Also nicht zu schlingen, die Geschmacksknospen sind regeneriert, alles schmeckt doppelt so lecker wie vorher. Selbst ein reifer Apfel, da kommt man richtig in Ekstase. Und da dann das richtige Maß zu finden, das kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich wollte nochmal auf das Thema zurückkommen, wie Stress unseren Säure-Basen-Haushalt Ich belastet. habe noch kurz eine Frage zu dem Honig, was du gesagt hast. Ja. Würdest du das aber wahrscheinlich nur empfehlen, wenn man das Gefühl hat, dass man so unterzuckert ist, oder? Weil sonst habe ich, denke ich, dass das sogar viel leichter ist,
gar nicht das zu sich zu nehmen. Also für mich persönlich wäre es zum Beispiel viel leichter, keinen Honig zu mir zu nehmen. Ja, also man muss auch einfach gucken. Ich weiß nicht, wie oft du schon gefastet hast und wie lange. Also meistens zwischen dritten und fünften Tag gibt es die erste Fastenkrise. Krise, auch wegen dem niedrigen Blutzuckerspiegel und wegen der Säureflut. Und dann zwischen 10. und 12. Tag. So. Und viele Menschen, die merken das dann, dass sie diese Fastenkrise haben und hören auf zu fasten. Sagen, Gott, wie ist das dämlich, dieses Fasten? Da wird einem ja ganz komisch und da fühlt man sich ganz schlecht und kriegt man Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Dann, wenn es interessant wird, wie gesagt, Fasten ist die Operation ohne Messer. Ich habe auch ein kleines Fastenbuch geschrieben. Da hören sie dann auf, wo es richtig mal fett zur Sache geht. Und um das zu verhindern, müssen wir uns während der Fastenzeit mit basenüberschüssigen Lebensmitteln das abpuffern. Wir können dann auch ein gutes Basenpräparat nehmen auf Zitratbasis, also nicht Dauergebrauch, aber während der Fastenzeit, damit wir das seelisch gut durchstehen. Ne? Das ist also ganz wichtig, sonst hören wir auf. Dann haben wir keine Böcke mehr. Wir sind da eine Zumutung für uns selbst und für unsere Umgebung. Wenn ich total übersäuert bin, dann bin ich nervig. Dann neige ich zu cholerischen Anfällen und bin wirklich kein Gewinn für meine Umgebung. Ne? Und da ist es eben wichtig, wie gesagt, spätestens wenn du merkst, die wird ein bisschen flau, das heißt, der Blutzuckerspiegel sinkt und weil er ja auch nichts Süßes kriegt, also keine Kohlenhydrate, nichts, wäre das dann, bevor ich schwindelig werde und vielleicht da irgendwie eine Synkope hinlege, eine kleine Ohnmacht, wäre es eine gute Idee, dann eine Messerspitze, irgendwas Süßes zu mir zu nehmen, ne? Wie zum Beispiel Honig oder Dattelsirup oder Ahornsirup, so in dieser Richtung. Genau. Ja, und Thema Stress, Stress, genau. ja, Stress wollte ich nur noch sagen, das habe ich also jetzt auch nochmal bei dem Dr. Jakob, diesem Azidose-Papst in Deutschland, nachgelesen in seinem dicken Wälzer. Dass wenn wir Stress haben, produzieren wir Acetylcholin. Wir sind dann im Vagusmodus. Also entschuldige, also bei Stress ist es so, dass wenn wir im Vagusmodus sind, wir Kalium zurückhalten. Also wenn wir entspannt sind, dann sorgt dieses Kalium als Gegenspieler zum Natrium dafür, dass wir im Säure-Basen-Gleichgewicht sind. Wenn wir Adrenalin in einer Stresssituation aber ausschütten, dann also im Sympathikusmodus sind, dann spricht man von einer Retention, Zurückhaltung von Natrium. Bei Adrenalin, also bei Stress, wenn Adrenalin freigesetzt wird, dieses Stresshormon durch die Nebennieren, dann werden Proteine abgebaut und dadurch kommt es zu einer Übersäuerung des Organismus. Ein paar Minuten nachdem Adrenalin in Stresssituationen ausgeschüttet wird, wird Cortisol ausgeschüttet. Das ist ein weiteres Stresshormon und dadurch werden schwerpunktmäßig Calcium und Magnesium ausgeschieden. Das führt zu einem Mineralstoffmangel im Organismus und das trägt wieder noch mehr bei zu einer Übersäuerung. Also das ist mal so auf der biochemischen Ebene der Mechanismus, wie eben Säuren tatsächlich zu einem, wie Stress zu einer Übersäuerung des Organismus beitragen kann. Ja, und umgekehrt, wenn wir entsäuern und entgiften, ja, dann sind wir heiter und gelassen, wir sind innerlich im Frieden, wir sind auf Harmonie aus, wir sind nicht mehr streitsüchtig. Es gibt ja diesen Spruch im Kurs in Wundern, you're never upset for the reason you think, du regst dich nie nur darüber auf, wo du denkst, du regst dich drüber auf. Wenn wir übersäuert sind, wird uns alles zu viel und wir sind in einem Modus von Aggression und Überforderung. Ja, also das ist sehr wichtig, dass wir eben nicht nur durch Stress uns in diese Übersäuerung hineinbegeben, sondern dass wir, wenn wir entgiften, wenn wir entsäuern, dass wir dann auch tatsächlich ein anderer Mensch werden. Wir werden mitfühlend, wir haben mehr das Ganze im Blick, wir kreisen nicht mehr nur um unser Ego herum, wir werden hilfsbereit. Wir haben die Energie, vielleicht uns ehrenamtlich zu engagieren. Da hat man also festgestellt, die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die haben 40% weniger Herzklabastern als der Durchschnitt der Bevölkerung. Also Altruismus ist der wahre Egoismus, könnte man sagen. Aber ja, wenn wir subjektiv, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, wenn wir subjektiv das Gefühl haben, ich bin selber auf dem Zahnfleisch,
dann haben wir die Illusion in meinen Augen, dass wir für andere nichts mehr zu geben haben. Und das ist tragisch. Und da sind viele Menschen auf diesem Dampfer. Nicht deswegen diese ganze Gesellschaft in diese Richtung, wo sie geht, Ellbogenmentalität, ich und dann kommt der Rest der Welt. Ja, also das ist gruselig. Das ist gruselig. Und dahinter steckt auf der physiologischen Ebene natürlich auch eine Übersäuerung, dass wir die Illusion haben, ich komme selber kaum über die Runden, ne? Geschweige denn, dass ich jetzt noch für andere irgendwie Kraft habe. Und das ist also in meinen Augen tragisch. Ja, War ein Bild von meiner Lehrerin, das war 4 Monate vor ihrem Tod. Das war Renate Collier mit 84. Ja, sie hatte leider eine Milcheiweißallergie und das war damals unerkannt, Jahrzehnte. Dadurch hat sie sich trotz basenbetonter Lebensweise einen sehr erhöhten Blutdruck von 220 Spitzen zu 120 kreiert, damit ihre Gefäße derart strapaziert, dass sie leider nur 84 geworden ist. Ja, das ist sehr, sehr traurig. Sie hat dann die letzten Jahre hat sie makrobiotisch gelebt und dann natürlich ohne tierisches Eiweiß. Aber das war natürlich dann zu spät. Und ihr hatte eine Weissagerin, also man sollte mit Weissagerin vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, gesagt, sie würde 96 Jahre alt. So. Dann hat sie gedacht, oh, ich habe ja noch so viel Zeit. Ich schreibe erstmal meine Autobiografie und dann kommt mein Standardwerk über Azidose-Therapie dran. Ja, sie ist noch nicht mal zu ihrer Autobiografie gekommen, geschweige denn zu ihrem Standardwerk über Azidose-Therapie. Ja, und das war dann so, dass ich in Absprache mit ihrer Tochter, die auch Ärztin ist, dann fragte, ob ich nicht einfach aufgrund meiner Erfahrungen und den vielen Erfahrungen, die ich mit ihr auf den Kursseminaren gemacht habe, auch einfach ein Buch schreiben könnte über Azidose-Therapie. Ja, und da hat ihre Tochter zugesagt und ich weiß genau, mein Buch ist bestimmt nicht so gut geworden, wie ihrs geworden wäre. Aber Hauptsache, es gibt überhaupt mal ein Buch dazu mit den ganzen Positionen der Selbstmassage und so weiter. Und es war faszinierend. Während ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich immer ihre Stimme gehört. Sie fing immer an mit An. Kindchen. Kindchen, das war immer ihre, so hat sie jeden, der auch nur ein paar Jahre jünger war als sie, hat sie so tituliert. Und sie hat mir Tipps gegeben, sie hat mir Sätze eingegeben und sie war dann mit dem Gesamtwerk zufrieden. Das klingt jetzt spooky, ich gebe es zu, also wer da so nicht den Draht zu hat, aber das war für mich eine Bestätigung, dass ich in ihrem Sinne gehandelt habe und dass es jetzt eben doch ein paar Menschen gibt, diese Azidose-Therapie nach Dr. Renate Collier praktizieren. Es gibt ein paar Menschen, die diese Seminare weitergeben. Mein nächstes Seminar wird Anfang September in München stattfinden. Sind auch noch ein paar Plätze frei, also der 7. und 8. September. Ja, und das ja auch durch die Bücher, die ich jetzt geschrieben habe, ihre Art von Therapie, also dass ihr jetzt ein Denkmal gesetzt wurde und dass nicht ihre wunderschöne Therapie, die sie entwickelt hat, jetzt sang- und klanglos in Vergessenheit gerät. Das wäre in meinen Augen eine Katastrophe, weil unsere Lebensweise, seitdem sie Anfang dieses Jahrhunderts gestorben ist, ist unsere Lebensweise leider noch säurebetonter geworden. Also noch weniger Gemüse, noch weniger Kräuter, noch mehr Stress, noch mehr Junkfood, noch mehr Mikrowelle, noch mehr Burger. Prinzipiell könnte man ja sagen, dass alles oder fast alles, wo wir wissen, dass es nicht gesund für uns ist, dass uns das auch übersäuert und fast oder vieles von dem, wo wir wissen, okay, es tut uns gut, das entsäuert uns eher. Ja, aber ja, da kann ich also sehr empfehlen, sich mal grundsätzlich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Und da ist eben, finde ich sehr gut, also das neue Buch Quintessenz der Ernährung von Professor Andreas Michalsen von der Charité in Berlin. Ja, dass man sich grundsätzlich das mal so eine Gesamtschau mit dem Thema Ernährung beschäftigt und eben auch guckt, was ist basenüberschüssig, was enthält noch Enzyme. Was enthält eben Spurenelemente und Mineralstoffe, weil unser Gehirn ist eine Hochleistungsmaschine und wenn wir unser Gehirn nur mit leeren Kalorien füttern, das Essen schmeckt, das Essen macht satt und mehr ist da auch nicht dahinter,
dann handeln wir uns mit 50 oder 60 Demenz oder Alzheimer an. Das ist tragisch. Ne? Wir müssen unsere Hochleistungsmaschine mit dem bestmöglichen Treibstoff befüllen. Wir können ja auch nicht erwarten, wenn wir mit einem Porsche fahren, dass wenn wir da gerade diese reinkippen, dass der dann 300 Sachen fährt. Nicht? Und mir war das früher auch egal. Hauptsache, es war billig, das Essen. Ich war ja Studentin. Hauptsache, es schmeckte. Und Hauptsache, es machte satt. Das waren meine Kriterien. Und das ist viel zu wenig. Viel, viel zu wenig. Und das Dumme ist, dass wer einmal auf diesem Trip ist mit Junkfood und Fertiggerichten, das ist wirklich ein Trip. Da haben die Forscher festgestellt, also Fette, Salz und Zucker, dass das Gehirnareale in unserem Gehirn aktiviert, die auch rot leuchten unterm MRT, wenn wir auf Droge sind. Weil diese drei Substanzen früher ganz, ganz selten waren in der Steinzeit. Also Fett gab es selten, es sei denn, wir hatten da mal irgendwie einen Wildschwein erlegt. Salz war Mangelware, selbst im Mittelalter war noch Lüneburg als Salzstadt die reichste Stadt Europas. Zucker, also wenn wir da mal irgendwie einen Baum gefunden haben mit reifen Früchten, dann war das ein Festessen. So, und das macht sich die Industrie zunutze, indem sie in alles diese drei Stoffe reinpackt. Zum Beispiel auch in der Wurst ist Zucker drin. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Ja, und in der Cola, das ist in einem Liter Cola, sind vier gehäufte Esslöffel Zucker drin. Das muss man sich auch mal vorstellen. Die tun deswegen Ascorbinsäure wieder rein, damit selbst Kinder würden das als viel, viel zu süß empfinden. Nicht? Also man kann mal darauf achten, dass in jedem Industrie sogenannten Lebensmittelprodukt, also Nahrungsmittel würde ich das mal eher nennen, sind diese drei Stoffe drin. Nicht? Und die machen uns eben süchtig und dass wir dann nachher unseren Geschmack auch verlieren, weil da Geschmacksverstärker drin sind. Dass Kinder, die mit Junkfood aufwachsen, die mögen kein Gemüse mehr, die mögen keine natürlich gekochte Sachen. Also da machen die einen Bogen drum. Das ist für die Fahrt viel zu wenig gesalzen, keine Geschmacksverstärker, die die Geschmacksnerven in der Zunge stimulieren. Also ein Kind, das muss man richtig entwöhnen. Das ist eine Katastrophe. Und deswegen kann ich nur empfehlen, möglichst wenig Konservendosen, keine Tütensuppen. Junkfood, bitte einen ganz großen Bogen drum machen. Also im Supermarkt sind für mich 80% der Lebensmittel, verdienen den Namen nicht. Und ja, die Gemüseabteilung, das ist nur ein Bruchteil, vielleicht 10% von dem Sortiment, was die da im Supermarkt haben. Und das ist viel, viel, viel zu wenig. Ich habe noch, ich weiß nicht, ob du noch Zum Fragen hast. Thema Salz noch ganz kurz. Wir haben ja auch da uns ein bisschen hin und her geschrieben. Also aus meiner Sicht gibt es auch einige Studien, die zeigen, dass zu wenig Salz negative Effekte haben kann oder dass halt, wenn Leute gutes, hochwertiges Salz zu sich nehmen, auch positive Effekte haben kann. Aber ich meine, dazu ist ja auch so ein Gespräch da, dass es da verschiedene Perspektiven gibt. Und du hast ja auch deine Gründe erläutert, warum aus deiner Sicht man da ein bisschen aufpassen sollte. Genau, also da habe ich das jetzt auch gestern nochmal nachgelesen bei Dr. Jakob, dass eben gerade die Nationale Institut für Gesundheitsvorsorge in den USA und auch die Gesundheitsbehörde in Finnland eben propagieren, dass man nur Salz im Grammbereich von 2 Gramm zu sich nimmt. Bei uns gibt es leider, also Herr Özdemir ist da vollkommen unfähig in meinen Augen, keine solchen Empfehlungen. Also heute hier wird einfach uns selbst überlassen. So, ne? Und was wir durchschnittlich zu uns nehmen an Salz, ist, egal ob Himalaya-Salz oder nicht, ist einfach viel zu viel. Es sind 5,5 Gramm. Und das führt eben zur Übersäuerung, es führt zu Bluthochdruck, es verhärtet die Arterien, also es führt zu Arteriosklerose, zu Arterieninnenwandverkalkung. Ein bisschen Salz ist wichtig, weil wir ja auch zum Beispiel schwitzen. Aber wie gesagt, deswegen würde ich auch nicht empfehlen, überhaupt ganz auf Salz zu verzichten. Aber wir nehmen zu viel versteckte Salze zu uns. Und wenn wir nur das Salz messen, was wir da so als Salzstreuer auf dem Tisch haben oder in der Küche, dann ist das eine Illusion, weil eben in allen Gerichten, die man so kaufen kann, ist bereits Salz enthalten. Und da können wir ja nicht in nachher rein dann mit der Briefwaage das dann so messen. Also deswegen empfehle ich eben ein Selber kochen, erstmal. selber kochen und eben auch ein Salz, wo der NaCl-Gehalt, der Natriumchlorid-Gehalt stark reduziert ist. Und das schmeckt fast genauso wie normales Salz und ja, und man kommt da nicht in irgendwie eine Gefahrensituation. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen. Ne? Also zum Beispiel die Yanomami-Indianer
im Amazonas, die nehmen nur 0,2 Gramm Salz pro Tag zu sich. Bei den Menschen im Okinawa, wo die meisten Hundertjährigen gibt, die auch ganz geringe bis auf den Anteil von Meeresgemüse, also Meeresalgen, sonst ist die, das Grundnahrungsmittel ist eine Süßkartoffel, die ist aber nicht wie bei uns gelb, sondern die ist lila, da sind Anthocyane drin. Das zum Thema Okinawa. Ja, und die nehmen auch sehr geringe Salzmengen zu sich und sehr, sehr, sehr geringe Anteile von Fleisch, genau wie die Yanomami-Indianer, eine pflanzenbasierte Ernährung machen, weil sie gar nicht oft Jagderfolg haben. Das sind keine erklärten Vegetarier. Und die längste Lebenserwartung haben neben den Menschen in Blue Zones, ja, eben dazu gehören auch die 7-Tage-Adventisten in den USA. Und zwar nicht alle, sondern nur die sich vegetarisch ernähren. Nicht vegan, aber vegetarisch. Ne? Und das ja, will einem ja auch mal zu denken geben, weil Vegetarier im Durchschnitt mehr Pflanzen zu sich nehmen. Und wenn wir dann mehr Kalium zu sich nehmen, zu uns nehmen durch die pflanzenbetonte Ernährung, dann können wir uns als Ausgleich dann auch mal ein bisschen Salz genehmigen. Wer aber nur Junkfood isst und damit fast kein Kalium, ja, und dann auch noch viel gesalzen ist, also der bekommt richtig ein Problem. Und auch diese Länder wie Finnland oder USA empfehlen von der Gesundheitsbehörde jeden Tag 4,7 Gramm Kalium. Bei uns sind die Werte der DGE bei schlappen 2,5%. Die haben also noch gar nicht die modernen Studien zur Kenntnis genommen oder ausgewertet. Wir brauchen viel, viel mehr Kalium als Gegenspieler zum Natrium, um eben im Säure-Basen-Gleichgewicht zu bleiben und eben gesund zu bleiben und vor allem gesund alt zu werden. Und da ist es so, dass also in meinen Augen der Vater Staat oder diese halbstaatlichen Behörden und dann eben auch unser sogenannter ja, Gesundheitsminister, dann auch noch der Minister für Verbraucherschutz, Herr Özdemir, der ja gleichzeitig auch noch Landwirtschaftsminister ist, also die versagen in meinen Augen auf der vollen Linie. Da muss man sich schon selber drum kümmern. Der Dr. Jakob hat jetzt auch noch ein Azidose-Therapiebuch auf den Markt geschmissen, was Gott sei Dank weniger Fachwörter und Fremdworte enthält als sein Mammutwerk von über 500 Seiten. Also da muss man sich mal informieren und mal gucken, wo ist die internationale Forschung. Und da sind wir in Deutschland hinten an, aber massiv, massiv. Bei uns werden zum Beispiel Transfettsäuren sind noch nicht mal deklarationspflichtig und in Kanada sind sie verboten. Und es gibt keine Ampelkennzeichnung für Lebensmittel. Es gibt, nee, wie zum Beispiel in Großbritannien, es gibt keine Ampelkennzeichnung für Fette, wie zum Beispiel in Norwegen. Und seitdem sie in Norwegen diese Ampelkennzeichnung für Fette haben, ist es so, dass die Herzinfarktquote und die Schlaganfallquote sind um 40% zurückgegangen. Dann muss die Ampel natürlich auch richtig gemacht werden. Das bei Ja. unserer Gesundheitspolitik habe ich da eher mal ein Fragezeichen. Es ist ja, also das hat man ja der EU dann übertragen. Ja, man hat sich nicht kompetent gefühlt. Ja, in Brüssel, ich war mit einem EU-Beamten liiert, ich war öfter in Brüssel. Da sind die ganzen Lobbyisten, das heißt auch die Lebensmittelkonzerne, die haben über 1 Milliarde Euro gesammelt, um die Ampelkennzeichnung auf EU-Ebene zu torpedieren, indem angeblich irgendwelche Messwerte nicht zuverlässig gemessen werden können. Das ist ein derartiges Armutszeugnis, dass jetzt der Durchschnittsbürger alleingelassen wird. Ich beschäftige mich Tag und Nacht mit dem Thema Ernährung. Ich weiß natürlich, was ich essen kann und was nicht. Aber das weiß nicht jeder. Nicht? Also Ukraine, Sonnenblumenöl, total Omega-6-lastig. Da füttern wir unsere Entzündung. Silent Inflammations. Das kann man zum Putzen vom Fahrrad nehmen. Aber das hat mit artgerechter Ernährung überhaupt nichts zu tun. Sondern Richtig, ja. da war ein Aufschrei der Empörung, dass es dann zu Beginn des Ukraine-Krieges oder des Putin-Krieges eben kein Sonnenblumenöl mehr bei uns gab. Ja und? Ja und? Nicht? Also wir müssen Omega-3-lastig mal uns ernähren. Das Verhältnis sollte sein 3 zu 1. Also 3 Teile Omega-6 zu einem Teil Omega-3. Und unsere Vorfahren haben sogar im Verhältnis 1 zu 1. Und wir sind im Moment bei über 20 zu 1. Und das macht was mit uns. Und wir werden da im Regen gelassen. Wir werden da einfach alleine gelassen. Ja, muss man sich selber drum Natürlich, also kümmern. wir, ich meine, ich kümmere mich ja selber, ich mache das beruflich. Aber man kann doch jetzt nicht von jemandem erwarten,
der vielleicht einen Hauptschulabschluss hat oder Migrationshintergrund, dass der sich jetzt also mit irgendwelchen Labeln auskennt, dass der sich mit Fettsäuren beschäftigt und so weiter. Da hat man vielleicht noch was anderes zu tun. Also Und mehr Bücher von Barbara Simonsohn lesen, zum ja, Beispiel. Sehr und, gut für die Volksgesundheit. oder mal für sorgen, dass das mal anders wird. Das ist also die Katastrophe, finde ich, dass unsere Politiker sich aus der Affäre ziehen, die nämlich als Vater Staat dafür verantwortlich wären, nicht nur für unsere Sicherheit, sondern für unsere körperliche Unversehrtheit. So, ne? Und da gehört für mich dazu Gesundheit. Und dann muss den Menschen klar sein, aha, ich ernähre mich hauptsächlich im grünen Bereich, grün, ne? Grüne Ampel, manchmal gelb und ganz selten rot. Aber wenn ich überhaupt gar nicht weiß, was da drin ist und was das mit mir macht, dann, das ist Harakiri. Also in Amerika sinkt schon wieder die Lebenserwartung. Und das kommt hier auch. Und nicht nur die Lebenserwartung sinkt, sondern die letzten 30 Jahre durchschnittlich leiden die Menschen an Krankheiten ihres Lebens. Was nützt einem die erhöhte Lebenserwartung, wenn ich dann einen diabetischen Fuß habe oder Alzheimer oder Demenz oder sonst wie was? Das wird kein Pflegesystem, sag ich mal, schafft das kein Pflegesystem, wenn wir so weiter mit unsere Gesundheit ruinieren. Und das ist ein derartiges Elend, wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwelche Menschen mit Alzheimer ihre eigenen Kinder nicht mehr erkennen. Und wenn da ein Kind ins Zimmer geht, wer sind Sie denn? Was wollen Sie von mir? So was Gruseliges. Ne? So, und es gibt ganz viele Möglichkeiten, eben wenn man sich gesund ernährt, diesen ganz fatalen Krankheiten vorzubeugen. Nicht so, dass wir an Altersschwäche sterben, bis zuletzt was auf dem Zettel haben und das auch abarbeiten können. So eine Art To-Do-Liste. Stark Also, bis zum Sarg. ja, Stark genau. bis zum Sarg, wer das erreichen möchte und noch vieles weitere, der kann ja zu Oder deinen Seminaren gehen. fit in die Kiste. Fit Also in ich die habe Kiste. hier noch mal ein paar kleine Gesundheitszitate vorbereitet, die ich gerne loswerden wollte. Jetzt bin ich gespannt. Buddha, ne? Also da denkt man ja, der hat ja nur meditiert und so. Nee, der hat gesagt, den Körper bei guter Gesundheit zu erhalten, ist eine Pflicht. Sonst sind wir nicht fähig, den Geist fest und klar zu halten. Das ist ein Zitat von Buddha, nicht? Also, dass wir damit unsere spirituelle Entwicklung fördern. Schiller hat gesagt, sorgt für eure Gesundheit, ohne die kann man nicht gut sein. Friedrich von Schiller. Und Goethe, unser Dichterfürst, Goethe hat gesagt, was nützt mir der Erde Geld? Kein kranker Mensch genießt die Welt. Deep. Da ist auf jeden Fall einiges dran. Wer noch mehr zur Thematik erfahren möchte, der kann in deinen erstmal auf deine Seminare kommen oder auch deine Bücher lesen. Hier nochmal ganz kurz dieses Säuren loswerden mit sehr viel Praxistipps und auch für denjenigen, der noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen braucht, das basische Prinzip, wo du das ganz ausführlich erläuterst. Noch ganz kurz zum Schluss, ich will mal noch kurz, ich habe letztens eine ausführliche Diagnostik gemacht und ich will mal kurz was teilen. Einfach nur als Teil der Diskussion. Hier sieht man meine Werte, meine Mineralien und ich muss sagen, ich esse relativ viel Salz und ich habe noch nie Kalium zu mir genommen, aber ich esse sehr viel grüne Sachen, also sehr viel Wildkräuter, Kräuter, Algen, Gerstengrassaft und so weiter und so fort. Und man sieht sogar, dass mein Natrium-Kalium-Wert ist gut, dass die Korrelation und auch ich habe sogar etwas höheren Kaliumwert als Natriumwert. Prinzipiell spannend. Zinkwert ist etwas zu hoch, weil ich halt längere Zeit Zink zu mir genommen habe. Aber also man kann scheinbar auch, wenn man viele Superfoods nimmt, die du gesagt hast, und auch die Wildkräuter, dann kann man auch gut, ja, gut sich mit Kalium und anderen Mineralien versorgen. Und vielleicht kann ja dann auch der Salzkonsum etwas dadurch reguliert werden. Ja, das ist ja der Gegenspieler. Genau. Und das ist nur, dass die viel zu viel Salz essen, weil sie Fertigprodukte essen, natürlich überhaupt gar kein Gemüse mehr essen. Das ist klar. Ja, weil der Magen ja schon voll ist mit diesen ganzen Hochkalorischen. Und das ist die absolute Katastrophe. Also ich Das habe auf jeden gerade Fall. jemanden erlebt, der einen Schlaganfall hatte mit knapp 60, der jetzt einfach nur im Rollstuhl sitzt. Und das ist ein Tragödien, spielen sich da ab, die vollkommen unnötig sind. Und diese ganzen Ernährungsfehler, da kriegen wir die Quittung leider erst nach 20, 30 Jahren. Und deswegen sieht kein Arzt und auch nicht die Betroffenen irgendwelche ursächlichen Zusammenhänge. Und das ist fatal, weil ja, wir können nicht
denken, es macht nichts, was wir da in uns rein tun und dann hoffen, dass wir da eben auf der sicheren Seite bleiben. Das haut nicht hin. Wir müssen uns an der Lebensweise unserer Vorfahren in der Steinzeit orientieren. Da sind wir genetisch drauf programmiert. Weil die Landwirtschaft, die gibt es erst seit 12.000 Jahren. Nicht? Das sind für die Evolution, für unsere Gene, sind das ein paar Wimpernschläge. Nicht? Und wenn wir uns da das angucken, dass die Vitamin C im Grammbereich zu sich genommen haben, die DGE empfiehlt 60 Milligramm. Wir haben 1:1 die Fettsäuren, Omega-3:6. Wir haben 100 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu sich genommen. Der Durchschnittswert der Deutschen beträgt im Moment 12 Gramm. Ja, und Kalium-Natrium-Verhältnis, das war also exorbitant, das war das zigfache Kalium wie Natrium. Haben ja auch nicht alle Menschen an der Küste gewohnt und Saninenabbau gab es auch noch nicht und waren ja nicht alles Meeresbewohner, sondern die haben ja auch im Inneren Europas gelebt und da war überhaupt gar kein Meersalz. Ja, und das daran sich zu orientieren, das ist in meinen Augen das Gebot der Stunde. Dass wir eben unser Körper ist für mich, Teresa von Avila, der Tempel des Geistes. Und sie sagt, wir müssen gut für den Körper sorgen, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Barbara. Die Bücher von dir verlinke ich, auch deine Seite natürlich. Und deine Seminare. Wer da Interesse hat, der kann dir eine E-Mail schreiben oder wie ist das am sinnvollsten? Oder gibt es eine Seite Ja, du dazu? kannst ja einfach meine Homepage vielleicht angeben, www.barbara-simonsohn.de. Die kannst du vielleicht auch unter den Film tun. Und da findet man Infos zu den Seminaren und da kann man sich auch zu den Seminaren anmelden. Genau. Okay, gut, dann machen wir das so und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.